Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge FM18. Weiter geht's. Wir müssen heute unseren ersten Platz zurückholen, denn Paris hat gestern schon gespielt, hat, ja, wer hätte es auch anders gedacht, gerade gewonnen gegen Amiens. Möchten gerne gegen Stade Rennais das gleiche machen und zwar gewinnen. Ja, sollte machbar sein, ne? Also Platz 14 gegen Platz 2. Müssen ein bisschen aufpassen, haben in genau einer Woche das Spiel gegen Liverpool, wo wir am besten nicht verlieren sollten. So schaut's aus, so werden wir heute spielen. Fuchs ist ein bisschen angeschlagen, sollte aber passen. Es ist so ein Mix aus Stammelf und ein bisschen B11. Wir werden auch im nächsten Spiel ein bisschen umstellen müssen, weil wir gegen Liverpool schon gerne ja das Beste, was wir haben, auflaufen lassen wollen. Das wäre super, wenn das geht. Jungs, erstmal auf jeden Fall bitte pushen. Wie beim letzten Mal, wenn es geht, weil wir da gegen Nizza wirklich super gespielt haben. Aber alles in allem ist Nizza auch ein anderer Gegner als Stade Rennais heute. Der Ingame-Sound ist so leise, kann das sein? Ich höre nämlich fast gar nichts oder eigentlich auch gar nichts, deshalb muss ich mal kurz gucken. Ich habe in der Zwischenzeit nichts gemacht, deshalb würde mich das sehr wundern, aber ich sehe auch gar nicht den FM gerade drinne. Das ist ein bisschen doof. Jamal, ui! Fast mit der ersten Chance. Muss mal kurz gucken, wegen Sound. Ton ist an. Das ist ein bisschen strange gerade. Wir hören alle gerade nichts, ne? Das ist super. Oh Mensch. Nizza führt übrigens gerade. Ich muss mal kurz gucken, damit ich jetzt keinen Scheiß mache. Lautstärke 5, ja. Und ich höre einfach gar nichts. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ich glaube, da müssen wir dieses Spiel jetzt mal kurz ohne Ton hinnehmen und dann einfach gleich mal kurz gucken, was da so falsch läuft. Also sorry, kein Ton in diesem Spiel anscheinend. Oder nur ich höre das gerade nicht. Das wäre natürlich auch interessant. Naja. Super, fängt ja gut an heute. Monaco führt gegen Metz, okay, das heißt, die werden wohl auch dranbleiben, beziehungsweise wollen, wollen nicht zu viel Rückstand haben. So, jetzt vielleicht mal Unas, der sieht gut aus. Kongolo, schade, Monaco mittlerweile mit einem 2:0 in Führung gegangen. Fuchs vielleicht mal. Ja, schafft es hier nicht ganz vorbei. Sowohl Fuchs als auch Rogier wissen, glaube ich, nicht wohin. Jetzt hat Ocampos mal den Ball, aber gibt ihn gleich wieder zurück. Ah, das war nix. Konterchance vielleicht für Stade Rennais. Die oben Platzer mit Santander. Auch der hat keine Lust. Naja. Tolle Szene. Bisher auch kaum Chancen, nur ein Schuss aufs Tor, genauso wie Rennais. Jetzt aber mal eine Ecke. Unas, Kongolo und Fuchs klatscht das Ding rein, 1:0. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Würden mit dem Sieg wieder auf Platz 1 gehen. Schöner Kopfball von Kongolo auf Fuchs, der jetzt schon sein zweites Tor macht. Innerhalb der letzten drei Spiele. Hat Stade Rennais schon die ganze Zeit Fünferkette gespielt? Wenn ja, dann ist es mir gar nicht aufgefallen. Ich habe auch irgendwie die Aufstellung nicht angeschaut, kann das sein? Wo war ich denn gerade mit meinen Gedanken? 1:0 Führung auf jeden Fall zur Halbzeitpause. Monaco führt mit 2:0. Jungs, geht... Ist gut. Macht weiter so. Ich habe übrigens gerade mal noch nebenbei geschaut. Habe das wahrscheinlich gemerkt, weil ich ein bisschen abwesend war. Der Audiokanal ist einfach nur auf dem falschen Gerät, deswegen gibt's momentan keinen Im-Game-Sound. Eigentlich mache ich das immer vor dem Aufnehmen, weil dann stelle ich immer vom Lautsprecher auf die Kopfhörer um, weil Fraps auf die Kopfhörer die Audiospur zieht. Und logischerweise will ich dann halt das auf dem Monaco 13:0, das, was ich auf dem Lautsprecher habe, nicht auf der Fraps-Tonspur hören.
So wie jetzt halt den FM-Ton. So, Germain geht mal raus, Pierron kommt rein. Soutien führt auch 2 zu 0, also momentan alle hinter uns gewonnen oder am Führen. Wäre schön, wenn wir dann auch hier unser Ding halten könnten. Das ist wirklich ein sehr ereignisloses Spiel, ne? Tovor geht mal raus, Payet kommt rein. Nizza 2-1 gegen Troyes. Also von mir aus brauchen wir jetzt auch gar keine Szene mehr, das nehme ich auch sofort mit. Fuchs mit Gelb. Ocampos hat sich verletzt. Fuck. Ah, das ist nicht schön. Das ist sogar richtig scheiße. Marvi kommt mal rein für ihn. Geh nochmal auf 4-4-1-1. Hoffentlich nichts Schlimmes. 6 Minuten gibt's oben drauf. Ui. Und nochmal ein Eckball. Oh, da ist aber wenig los hinten bei Stadren. Die waren ja alle vorne. Kongolo. 2 zu 0. Wo waren denn die Gegenspieler bitte? Hallo? Da war ja alles frei. Wie verteidigen die denn? Sind die komplett irre? Unfassbar. Also so ein Ocampos-Ausfall, den könnte man natürlich sowas von easy wettmachen. Trotzdem muss ja auch nicht sein, dass sich jemand ernsthafter verletzt. Vorher, ein paar Sekunden vorher, Schlag abbekommen, stand da. Aber heißt ja nichts, wenn er sich dann richtig verletzt. Wir warten einfach mal ab. Also auf jeden Fall 2-0-Sieg, komplett ungefährlich, komplett ereignislos. Irgendwie nur zwei Szenen gesehen und das waren die beiden Tore. Habt stark gespielt, aber war halt auch nichts Großartiges. Dann gucken wir mal kurz, was mit Ocampos ist. Ja, 3 bis 4 Wochen. Also es ist schon verschmerzbar, vor allem weil jetzt eh gleich die Champions League vorbei ist, also in der Gruppenphase. Aber ärgerlich für Ocampos natürlich. Monaco hat 3 zu 0 gewonnen, Nizza hat 2 zu 1 gewonnen, Soutien 2 zu 0 gewonnen. Lyon 1-1 gegen Lille, die bleiben unten drin. Wir bleiben auf unserer 1, 5 Punkte vor Nizza, 7 Punkte vor Monaco. So wie sich das gehört, und ich hoffe mal, das kriegen wir jetzt auch gleich für das Spiel gegen Amiens rein. Die auf Platz 15 sind. Ich habe jetzt gerade nicht geschaut, ob die schon gespielt haben, aber müssten ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die am Donnerstag spielen und dann gleich am Samstag wieder. Da werde ich jetzt so machen, dass ich ein bisschen mehr rotiere, aber die Stammspieler, die halt komplette Fitness haben, die werde ich dann spielen lassen, damit wir gegen Liverpool das bestmögliche Team aufstellen können, wo ich dann schon gerne ein Unentschieden mindestens holen würde, damit es nicht eng wird in Sachen Platz 1 in der Champions League Gruppenphase. Laut unserem Co. sollten wir Angriffsspiel trainieren gegen eine Mannschaft, die 4-3-3 spielt. Mit einem rechten Außenverteidiger, aber linken inversen Außenverteidiger, also dass der mehr in die Mitte geht, auch sehr interessant. Dann müsste ja rein theoretisch der linke Mittelfeldspieler von Amiens mehr nach hinten machen, sodass der rechte Mittelfeldspieler mehr offensiv machen kann. Ja. So, die Taktikspielchen einfach, ne? Dijon ist dann unser übernächster Gegner in der Liga. Die werden wir dann in der nächsten Folge haben. Geht voll schnell, ne? Wir haben ja gerade mal 9 Minuten um, haben schon das erste Spiel vorbei. Ah, Pierron hat sich auch verletzt. Ach, den hätte ich jetzt, glaube ich, sogar eingesetzt. Zwar ist wahrscheinlich nur ab der 60. je nachdem, wie Mitroglou gleich spielt. Aber das ist ärgerlich. Aber auch hier natürlich verkraftbar. Liverpool hat auch gerade noch mal gespielt, am Freitag schon. Das heißt also, die werden ein bisschen fitter sein. Umso besser für uns, wenn wir dann halt ein bisschen rotieren. So, ich werde jetzt aber, bevor wir... Können uns ja die Spielvorschau noch anschauen. Nee, können wir nicht. Gut, dann werde ich jetzt hier mal einen Cut machen. Und wir sehen uns gleich wieder, dann muss ich kurz den Kanal... Ja... anders machen, indem ich einfach das Spiel neu starte. So einfach ist das auch einfach. Gut, hier im Coupe de France gibt es, glaube ich, absolut nichts Interessantes für uns. Da gibt es auch ganz viele Spiele. Die simuliere ich jetzt mal noch nebenbei, weil das nimmt so viel Zeit weg. Also bis gleich. So, jetzt geht der Ingame-Sound auch. Hab gerade schon gesehen, Paris hat gespielt und auch gewonnen. Also wir sind wieder unter Zugzwang. 2 Punkte halt hinter Paris. Aber wir haben unser Spiel gegen Amiens und das gibt's jetzt. Pokal ist uns, glaube ich, unwichtig. Hatten einmal unentschieden gegen die gespielt.
Pierron und Ocampos fallen aus. Und wie stellen wir denn auf? Also ich wollte ja ein bisschen rotieren, also muss ich das auch so machen, wenn ich das so sage. Dann kommt Maizo rein für Kongolo, Masina geht auch mal raus, Amavi kommt rein. Rongier bleibt, Fuchs. Ja, bleibt auch. Ja, Tovon würde ich gerne rausnehmen für Payet, dann bringen wir. Ja, Vital nicht. Ocampos wäre ganz gut in diesem Fall jetzt gerade. Na gut, dann geht Unas auf diese Seite und rechts kommt dann Tovon rein. Beziehungsweise bleibt und vorne Mitroglou. Nehmen Vital mit und Gemma und so soll es dann am besten passen. Hoffentlich passt es auch wirklich. Aber wir haben ja ein paar Stammjungs oder eigentlich alle Stammjungs dann mit auf die Bank genommen. 4-3-3 bei Omnia wie in der Spielvorschau. Jungs, dann wie beim letzten Spiel. Machen wir die Anweisung hier für die Außen wieder und dann geht das locker klar. Der Guisao hat die meisten Tore gemacht. Sungu die meisten Vorlagen. Dann passen wir auf den auch nochmal auf. Auf den LZM. Wollte erst RZM sagen, aber das ist derjenige, der angeschlagen ist, der Knezevic. Dann pushen wir mal bitte. Payet Mo macht sein 200. Ligaspiel für den Verein. Nicht schlecht. Und ich möchte hier auf Angreifen starten. Halt keine Chance für Omeo gleich am Anfang lassen, wenn es geht. Vielleicht ein bisschen sehr mutig für ein Auswärtsspiel. Aber ich glaube, wir sollten die Qualität haben, dass wir das schaffen. Auch jetzt hier mit der Umstellung, mit der Rotation. Mit unter anderem mit Mitroglou rein und so weiter. Gut, der Pass war zum Beispiel schon mal gar nichts. Aber wird schon passen. Fuchs ist halt der Einzige, wo wir aufpassen müssen mit der Kondition. Aber der wird ja nicht gegen Liverpool spielen, weil da wird ja Dendonka spielen. Von daher ist es jetzt nicht so schlimm. Die einzigen, die jetzt hier gerade auf dem Feld sind, die gegen Liverpool höchstwahrscheinlich spielen werden, sind Thauvin, Izzo und Medet. Also einfach mal schauen. Ein bisschen Sorgen mache ich mir jetzt gerade eigentlich nur wegen Mitroglou, dass der vielleicht nicht so gut spielen kann und wir vielleicht deswegen wieder viele Chancen brauchen, um die Tore zu machen. Mansala hat sich verletzt, muss runter bei Amiens, der rechts außen. Andererseits mit Jamal könnten wir das auch natürlich haben. Der hat auch schon ein paar Spiele jetzt die letzten Wochen gehabt, wo er ab und zu echt viele Chancen gebraucht hat, um zu treffen. Wenigstens hat er dann aber getroffen. Bisher 4 zu 1 Schüsse, 2 zu 0 aufs Tor. Es passiert absolut gar nichts. Wir haben irgendwie heute anscheinend uninteressante Spiele. Jetzt geht mal was. Amiens hat den Ball lang raus. Und Mitroglou. Oben wäre Platz. Er nimmt den Weg durch die Mitte mit Payet. Schöner Pass auf Tovar. Jetzt nochmal in die Mitte spielen am besten. Nein, das ist ein Elfmeter. Und Mitroglou möchte. Mitroglou? Hat er so einen guten Elfmeterwert? Ich hätte jetzt hier gedacht, Payet wird ihn machen. Aber wenn Mitroglou sich traut und gute Werte hat, dann bitteschön. Das war nix. Ich wusste es irgendwie. Ich dachte schon, Mitroglou, echt, der wird das doch verkacken, oder? Ah ja, hat er. Ach, Mann. Hätte man ruhig mal machen können. Also es geht mit einem 0 zu 0 in die Halbzeitpause gegen den Tabellen 16. Na Jungs. Mitroglou gleich mal schön runter auf eine 6,0. Ich werde auch Gemma reinbringen. Das ist mir ein bisschen zu heikel jetzt gerade. Ich bin unzufrieden, Jungs. Mit Unas, dir bin ich sehr unzufrieden. Und Gemma kommt rein für Mitroglou und ich hoffe, dass wir jetzt mal ein paar Türchen machen können. Auch Knezevic ist raus bei Amiens, der angeschlagen war. Dafür kommt ein Sechser rein. Amiens damit auch schon zweimal gewechselt. Payet. 50 Minuten um, der sieht ein bisschen besser aus, vielleicht auch nicht. Acevedo. Oh, schön von Payet. Das ist aber eh abseits, wenn Gemma rangegangen wäre. Ball ist aber noch heiß. Und zwar für uns. Unas. Gemma ist in der Mitte. Oh, nee.
Darf aber nochmal. Was macht der Torhüter da? Unas, lang. Tovon, oh, trifft leider das Lattenkreuz. Ball ist echt. Okay, ich wollte gerade schon meinen. Keiner hat reagiert, aber der Ball war noch heiß. Aber Szene leider vorbei. Ja, Tovon könnten wir vielleicht auswechseln für Rafa Silva. Machen wir auch mal. Das gefällt mir nicht so wirklich. Wir brauchen zu lange gerade für das Tor. Das ist so ein Spiel, das musst du halt wirklich gewinnen. Und wir gewinnen es momentan nicht. Und wir haben mittlerweile alle drei Wechsel vollzogen. Der sieht gut aus. Unas. Ah, ein bisschen lang. Schade. Darf nochmal. Fuchs. Viele Möglichkeiten. Das war die schlechteste. Darf nochmal. Oh, schön. Ganz oben wäre vielleicht eine Idee, aber der ist jetzt wirklich schwer anzuspielen. Der Baymo. Jetzt wird aber angespielt, oder? Rongier, genau. Auf Rafa Silva. Payet läuft auch schon gut durch, aber Rafa Silva flankt lieber. Da ist keiner. Unas. Rongier. Wohin? Baymo. Unas. Oh, und Giamator. Alter. Das hat jetzt aber auch wirklich gedauert. Das hat jetzt aber auch wirklich richtig lang gedauert. Und Gemma macht zum Glück. 65. Minute. 1-0. Ich dachte eigentlich, Unas schießt hier schon. Legt dann aber nochmal auf Rongier, oben dann auf Baymo. Die Flanke sieht gar nicht so schlecht aus, aber leider trifft Unas hier nur den Torhüter. Aber Gemma reagiert zum Glück schneller als alle anderen. Und wir führen. Endlich. Hat wirklich viel zu lange gedauert. Gehen mal auf Kontrolle dann zurück. Waren ja seit der ersten Minute an. Auf Angreifen. Und auswechseln müssten wir jetzt eigentlich keinen aktuell. Also keinen, der wirklich sauwichtig ist. Aber ich werde wohl Fuchs gleich runternehmen. Aber Rafa Silva darf vorher nochmal. Die ist hier nix. Die Flanke. Haben wir ja noch ohne Torschuss. 3 zu 12 Schüsse. 0 zu 5 aufs Tor und 0 zu 3 klare Torchancen. Aber jetzt könnte es vielleicht mal was werden mit dem ersten Torschuss. Der ist nämlich sehr gut, dieser Ball. Oh, Ball in die Mitte und Medet. Gott sei Dank steht er da. Meine Fresse, Jungs. Konzentriert euch mal bitte ein bisschen. So, denn Donker kommt mal für die letzten paar Minütchen rein. Für Fuchs. Vielleicht doch ganz wichtig, nochmal einen fitten und wachen da hinten zu haben. Haben wir ja nochmal. Aber der ist ganz schlecht, der Ball. Amavi. Auf Jamal. Zwei Gegenspieler, drei Gegenspieler, vier Gegenspieler. Na komm, Payet, zeig mal ein bisschen was. 3 Minuten Nachspielzeit. Rafa Silvas Ball kommt leider nicht durch, darf aber nochmal. Unten. Ah, unten war Unas komplett frei. Ah, er war halt im Rücken von Payet. Schade. Ja, sehr unsouverän, ne? Der Sieg hätte man deutlich schöner machen können mit mehr Toren, mit besserer Chancenverwertung, schöneren Spielzügen und mehr Zielstrebigkeit. Aber alles in allem sind die 3 Punkte halt wichtig und der Sieg ist ja da und passt schon. Also, gegen stärkere Gegner müsst ihr euch schon steigern, Jungs. Nehmen sie auch alles an und das ist halt das sehr Gute daran. So, Liverpool, da geht's um die Führung in der Champions League-Gruppe. Hier hat keiner gespielt, der für uns momentan sehr relevant ist. Soitien, Monaco und Nizza spielen gleich noch. Und der Trainer von Aubameyang schwärzt echt seinen Spieler an. Das war eine schwierige Entscheidung und ich hätte wohl nicht auf den Punkt gezeigt. Na, aber Ouahlid hat sich eben unglücklich angestellt. Oh, na gut, das ist ein bisschen aus dem Zusammenhang gezogen, dann die Headline. So, im nächsten Spiel würde ich dann gerne wieder auf komplett... Ja, auf komplett umstellen eigentlich. Mit den Donker und Sanson auf
der Doppel-6, dann kommt auch hinten wieder Kongolo rein. Neben Izzo, die beiden müssen nur die Position tauschen. Genauso wie Dubois, der jetzt mal eine Pause bekommen hat. Und vorne dann am besten Vital, Thauvin und Rafa Silva. Bei Thauvin müssten wir halt ein bisschen aufpassen, ob er dann die 90 Minuten spielen könnte, wenn es wirklich nötig ist. Ansonsten haben wir ja immer noch Payet auf der Bank. Sobald er sich jetzt halt nicht verletzt. Aber es wird schon irgendwie. Amavi ist für das nächste Ligaspiel gesperrt, weil er 3 gelbe Karten bekommen hat. Das sollte machbar sein, solange halt Masina fit bleibt. So, Coupe de France, losen wir mal aus und wir spielen gegen einen Verein, der auf jeden Fall nicht in irgendeiner Liga spielt, die wir simuliert haben. National 3, FC Montque Bourgogne. Ich habe absolut keine Ahnung. Tut mir so leid. Die waren mal in der dritten Liga. Naja, ich glaube, das sollte easy peasy werden. Semi-professionell, Stadionzustand schlecht. Rasen aber dafür perfekt, immerhin. Musst du ja auch erstmal schaffen als Greenkeeper in so einem scheiß Stadion, den Rasen frisch zu halten. Saint-Étienne spielt gegen Monaco, das könnte ein sehr interessantes Duell werden für uns. Wenn die beiden sich halt gegenseitig die Punkte wegnehmen. Aber Saint-Étienne gewinnt mit 2:0. Also Monaco kommt nicht weiter ran. Ich glaube, damit ist auch Saint-Étienne an Monaco vorbeigezogen. Lyon gewinnt gegen Nantes. Die kommen ein bisschen nach oben. Vielleicht verschafft sich Susic dann doch nochmal ein bisschen Luft. Und Nizza spielt 0:0 gegen Bordeaux. Das sind gute Ergebnisse für uns. 6 Punkte Vorsprung auf Nizza und 8 Punkte Vorsprung auf Saint-Étienne. 10 auf Monaco. Boah. Das ist gut, das ist richtig gut. Liverpool, ja, ganz klar, müssen wir auf Firmino aufpassen. Ich habe den mit Abstand besten Spieler bei. Liverpool, De Ligt haben sie auch noch. Joe Gomez, Robertson, Klein, Rajkovic, ja, das kennen wir alles aus dem ersten Spiel in dieser Gruppe. Spielen auswärts, also ein bisschen Gefahr für uns. Aber ich glaube schon, dass unsere Jungs das hinkriegen werden. So, hier gibt's nichts Interessantes. Unsere U19 spielt viele Freundschaftsspiele irgendwie, obwohl sie halt eigentlich im Ligabetrieb sein sollten. Deswegen wundert es mich gerade ein bisschen. Wer ist denn momentan so verletzt? Ocampos braucht noch 7 Tage bis 3 Wochen. Und Pierrot noch 2 bis 7 Tage. Und bei Vital müssen wir ein bisschen aufpassen. Thauvin könnte alles hinkriegen heute und Spielvorschau sagt, Oxen nicht registriert, 4 Spieler fallen verletzt aus mit Wijnaldum, Matip, Keita und Woodburn und Lallana fragt, ich bei uns natürlich Ocampos Pierrot. Das erste Spiel haben wir gewonnen und wie gesagt, es wird darum gehen, wer die Führung in der Gruppe D dann hat. Wir haben das erste Spiel 4:2 gewonnen, aber das heißt natürlich jetzt nicht irgendwie. Rongier müssen wir noch rausnehmen, dafür kommt dann mal ja, Zurawski mit. Hatte letztens irgendwie so wenig Optionen auf der Doppel-6. So, Schick spielt vorne. Salah spielt rechts. Di Maria dann nur auf der Bank. Genauso wie Ciro Immobile. Hinten aber wie erwartet. Okay, dann. Ja, raus mit euch. Man extra Motivation am besten und sagen, dass man Vertrauen hat. Das klappt ein bisschen besser. Und dann ja am besten auf Firmino aufpassen, der die meisten Vorlagen hat. Salah hat die meisten Tore. Der hat ja auch gegen uns getroffen im ersten Spiel dieser Gruppenphase in der Champions League. Dann probieren wir es mit hartem Tackling bei den Offensiven, vor allem bei Firmino natürlich, Schick auch noch, auf den müssen wir auch aufpassen. So möchte ich das angehen. Aber natürlich schwerer, schwerer, sehr schwerer Gegner. Aber solange wir nur 1:0 oder so verlieren, was natürlich auch ein bisschen doof wäre, aber dann bleiben wir halt trotzdem vorne, weil die Sortierung halt wirklich nach Ergebnissen untereinander ist. Oh, Ball kommt gleich mal auf Salah durch. Meret hat ihn.
Ich glaube, ich werde hier auch mal auf das 4411 gehen, gleich am Anfang. Einfach nur, weil es ein bisschen sicherer ist und wir da eben auch schon gegen Nizza gut gespielt haben in der letzten Partie der letzten Folge. Und Liverpool halt auch gut startet mit zwei Schüssen. Ein bisschen mehr Ballbesitz. Wir haben momentan eine sehr schlechte Passgenauigkeit. Ah, es sind halt auch erst 6 Minuten um. So, Rafa Silva. Wenig Anspielmöglichkeiten und das war ein ganz schlechter Pass von Sansone. Salah mit viel Platz. Nimmt Patrick Schick mit. Und wieder Salah. Schön gesehen von Firmino auf Nathaniel Klein. Ja, hierzu klärt erstmal. Und Gemma. Er muss halt warten auf seine Mitspieler. Unten wäre jetzt halt Tovor frei, aber er rennt leider direkt in De Ligt rein. Ah, Mann. Das könnte echt ekelhaft werden, dieses Spiel, wenn es so weitergeht. Wir spielen momentan einen riesigen Mist zusammen. Und folgerichtig gibt es das 0 zu 1. Patrick Schick. Das ging jetzt viel zu einfach. Schon die ersten Minuten waren richtiger Mist bei uns. Das Schlechteste, was ich die letzten Wochen von uns gesehen habe, ehrlich gesagt. Komm hier auch gar nicht ran. Rafa Silva interessiert sich auch gar nicht, überhaupt an Stellungsspiel mal zu denken. Und auch Dubois hier viel zu weit weg von Son in der Mitte. Darf Schick halt niemals so frei an den Ball rankommen. Also alles in allem sieht es momentan nicht gut aus, was sie hier machen. Mit dem 1-0 wären wir aber immer noch vorne, auch wenn es punktgleich wäre. Beim 2-0 weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, da würde es dann auch, weil es dann insgesamt halt ein 6-6 wäre. Wir quatschen 4-4 natürlich. Wir haben ja keine zwei Tore gemacht. Wäre es dann auch insgesamt erst auf die Tordifferenz bezogen und da würden wir immer noch führen. Wir kommen wirklich nicht ins Spiel rein. Das ist echt schlecht. Liverpool spielt uns her. Das kann nicht sein. Son auf Schick, Meret. Eieiei, wir gehen mal auf Kontern. Und sagen den Jungs nochmal, dass sie sich bitte ein bisschen anstrengen sollen, weil das geht hier gar nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wir machen Mist. Wir machen großen Mist. Dubois macht Scheiße anscheinend. Ach, die Szene muss jetzt nicht sein, direkt vor der Halbzeitpause, das ist nicht gut. Unten viel Platz, wieder Dubois, viel zu weit weg von Son, Ball kommt in die Mitte, Schick und. Ah, 2-0, es war so klar, ey. Hätten wir uns mit dem 1-0 in die Halbzeitpause gerettet, dann hätte noch was. Dann wäre noch was möglich gewesen, so aber nicht. Ah, kompletter Mist. Ach doch, okay, also dann geht's nach Auswärtstoren wahrscheinlich. Bei dem 4-4. Liverpool wäre jetzt Erster. Ja, wir spielen momentan den größten Mist der letzten Wochen. Das ist ja extrem ekelhaft. Okay, die Bar wird dann auch gleich rausgehauen. Das geht gar nicht. Okay, wir müssen mal ein bisschen überlegen. Klar, wir sind trotzdem durch und so weiter, aber das ist Bullshit. Das ist richtig harter Bullshit, was wir hier gerade sehen von unserer Mannschaft. Amavi kommt rein für. Wobei Fuchs kann das. Fuchs geht auf die rechte Verteidigerseite. Silva hier vorne wieder rein. Mit Vital auf der anderen Seite. Tovor geht raus und dafür kommt Zurawski rein. Denn Donker geht auf die 6. Und Zurawski geht auf die Box-to-Box-Position. Während Sansone vorgeschobener Spielmacher auf unterstützen wird. Denn Donker bleibt so. Jamal geht auf Unterstützen. Wir bleiben erstmal auf Kontern, machen variableres Passspiel, disziplinierter spielen, ziehen die Viererkette ein bisschen nach vorne. Und ziehen das Tempo nicht an. Okay. Probieren es jetzt mal so. Also zwei Wechsel, damit wir hier vielleicht mal ein bisschen besser spielen können. Weil bisher war das absolut gar nichts. Das war wirklich die schlechteste Leistung seit dem Nantes-Spiel. Ja, dass Patrick Schick natürlich gut spielt, genauso wie. Huch, genauso wie Son ist natürlich sehr ärgerlich.
weil der Rest, wie vor allem Salah, überhaupt nicht da ist eigentlich. Jamal spielt leider auch nicht gut heute. Die Maria kommt rein für Salah und Liverpool hat wieder den Ball. Gut geklärt erstmal Jamal. Oben wird viel gelaufen, aber er kriegt den Ball einfach nicht los und dann kommt Doucouré schon angegrätscht. Und wir haben den Ball sofort wieder verloren. Wir wären halt auch gar nicht in dieser Situation, wenn man einfach die Chance gegen Sparta genutzt hätte. Oh, was ein genialer Pass und Schick, fast mit dem 3 zu 0. Klar ist aber auch, wir brauchen hier wirklich nur ein Tor und dann sind wir halt wieder an Liverpool vorbei. Mitroglou kommt rein für Jamal, der heute extrem schlecht spielt, wie leider so viele bei uns. Gehen auf direkteres Passspiel. Während Jamal den Ball nochmal nach vorne treibt, auf Vital bringt. Unten müsste man spielen. Der Ball müsste halt wirklich genial kommen, aber Zurawski steht zwar gut, aber der Ball kommt leider direkt auf Rajkovic. Das war dann auch unser letzter Wechsel. Wir gehen mal auf Angreifen. Haben wir jetzt eigentlich nichts mehr zu verlieren. Der Rieder kommt für Firmino, der heute echt schlecht war. Dafür haben aber Son und Schick halt komplett aufgedreht. 15 Minuten noch. Weiterhin sehr schlecht, was wir hier zeigen. Die Maria ging zwei ohne Probleme vorbei. Ganz einfacher Pass auf Schick und der macht fast das Ding. Also soll mich wundern, wenn er nicht noch ein Ding macht, ne? Lovren für Klein. Okay, Gomez geht auf die rechte Seite. Wir ziehen mal Zurawski nach vorne und gehen wieder auf ein 4-2-3-1. Ah, Vital, Freistoßposition, die sehr gut ist. Ah, leider direkt in die Mauer. Jungs, warum steht da keiner? Das kann ich. Da sind halt drei Leute hinten von uns. Und keiner geht da. Was zum Teufel machen die da oben? Doucouré, das ist nix zum Glück, aber was war das denn bitte für eine Verteidigung? Also oben von uns standen halt zwei Leute. So eine andere Kameraperspektive am besten sehen, damit wir es gut sehen können. Nicht TV, sondern. Immer mal Spielfeldrand? Nee. Ach so, sind Wiederholungen. Sorry, sorry, sorry. Ich dachte gerade schon. Gut, so kann man es schön sehen. Also wir haben hier drei Leute, ne? Das ist schon mal ein Skandal eigentlich, dass hier keiner rangeht an den Ball, als der zurückgespielt wird. Eigentlich sind sogar vier. Wo gehen der denn hin? Hier sind sogar vier. Die waren nur gerade bei. Oh Gott, ist das schlecht. Also, oh Gott, ist das schlecht. Also was hier. Masina macht es schon mal sehr schlecht, weil er einfach direkt auf die Position von Fuchs rennt, warum auch immer. Aber Kongolo ist eigentlich am schlimmsten, weil er passt nicht auf Robertson auf. Löst sich jetzt hier ganz easy von Robertson und rennt jetzt einfach nach oben und macht damit die Lücke auf für ja, Doucouré, Henderson und für Darida. Die alle jetzt hier in die Lücke reinrennen, die er gerade aufgemacht hat, weil er gerade wirklich blind nach oben rennt, warum auch immer er halt zu Son rennt. Ich glaube, das liegt daran, dass ich vielleicht oben gerade auf Manndeckung gedrückt habe, wenn es übernommen wurde. Ja, es ist das Pressing. Manndeckung war auf Firmino, der ist ja raus. Der ist nicht raus. Firmino spielt noch. Hä? Der ist raus, sorry. Quatsch. Pressing sollte aber nicht bedeuten, dass man halt so dumm einfach wegläuft. Als die Szene schon wieder ganz woanders. Also. Nee, ehrlich nicht. Nur weil Son ist und weil wir Pressing auf ihn haben, heißt es nicht, dass Kongolo blind die größte Lücke aller Zeiten aufreißen soll. Schlimm ist auch, dass hier Fuchs und Masina auf einem Fleck stehen und halt die Lücke halt so weit aufmachen und dass Liverpool den Konter dann nicht vollendet, ist sogar ernsthaft lächerlich, weil es so schlecht dann ist, dass man dieses schlechte Verteidigen halt nicht ausnutzen kann. Aber holy shit, war das schlecht verteidigt. Also wir haben es ja auch sowas von verdient zu verlieren. Gehen nochmal auf alles nach vorne. Das eine Törchen wäre halt so schön, aber das wird nicht kommen, weil wir halt einen riesen Mist zusammenspielen. Dann sind wir leider dann doch nur Platz 2 in der Champions League, in der wir so überragend die ersten vier Spiele bestritten haben, alle gewonnen haben, ohne jegliche Probleme. Dann gegen Spartak die Chancen nicht genutzt haben und jetzt gegen Liverpool die erste Niederlage holen und
da sogar noch hätten höher verlieren müssen eigentlich. Das war peinlich. Peinlich, peinlich, peinlich. Kongolo, du warst... Achso, das war Izu, sorry. Izu, du warst richtig schlecht. Oh Mann, das war peinlich. Extra halt die Spieler geschont. Im letzten Ligaspiel und dann verkacken wir es trotzdem. Mit einer Niederlage und zwar jetzt gegen Liverpool in einem Unentschieden, wo wir locker hätten gewinnen können. Ah, das ist ärgerlich und unsere Gegner sind jetzt natürlich nicht die einfachsten, ne? Benfica, Barca, Juve, die anderen spielen noch. Meine Fresse, ey. Peinlich. Ja, Auslosung ist leider erst in der nächsten Folge, schade. Ah, das, boah. Ich weiß nicht, was da los war, ne? Ganz ehrlich nicht. Also, es ist ja komplett auseinandergefallen gerade alles. Halt schon nach der ersten Szene eigentlich waren wir schon klarstens unterlegen. Das ist sehr ärgerlich. Das nervt mich sehr. So, mal schauen, was die anderen so machen in der Champions League. Wer dann unsere potenziellen Gegner sein könnten. Dann natürlich erst im Jahr 2021. So, Tottenham hat gegen Paris gewonnen. Angers holt dann doch nochmal 3 Punkte in der Gruppe H. Avas Gruppe H, aber haben es trotzdem nicht geschafft. Ja. Leipzig ganz knapp gescheitert. Also unsere möglichen Gegner sind halt Benfica, Barca, Juve, Real Madrid, Bayern, Tottenham oder Inter. Im Gegensatz zu United, Paris, Atletico, Olympiakos, Celtic, City oder Leverkusen. Ich glaube, dann hätten wir es schon deutlich besser gehabt, wenn wir Gruppenerster geworden sind. Aber wir haben ja leider komplett verkackt. Das nervt mich sehr. Das ärgert mich wirklich. Ich weiß nicht, warum wir jetzt gerade so unfassbar verkackt haben. Die Spieler hatten ja wirklich gar keine Eier in den Hosen gerade, obwohl ja Ostern ist. Naja, müssen wir dann in der nächsten Folge drauf klarkommen. Dann müssen wir halt in der Liga wieder gut spielen. Ne? Dijon, Platz 10 ist unser Gegner. Metz im Coupe de la Ligue. Achtelfinale und dann Jongam, das sollte eigentlich machbar sein, damit wir wenigstens Platz 1 in der Liga halten. Gut, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. War heute ein bisschen kurz, ne? Aber gut, passiert auch mal. Also bis dahin. Tschüss!